Arriba, okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Meine Damen und Laternen. Es ist früh. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute hier zurück mit SG Hakan, ohne Kalle. Kalle hat sich... Ja, Kalle hat's zerrissen. Die Gamescom war hart zu ihm. Aber er hat natürlich für eine Vertretung gesorgt. Wir sehen schon, Sola ist dabei. Hallöchen. Hallo, ich bin Sola. Yay. Ja, nee, Yulimi ist am Setup von Sola, weil ihr Steam-Account... Nee, auch nicht. Also, oder doch? Nee, ich bin nicht am Setup. Achso, du hast dich nur eingeloggt. Ich bin mir gerade. Ja, never mind, ist auch scheißegal. Meine Damen und Herren, wir sind heute in, wie heißt das Game nochmal? Train to, jetzt muss ich doch nochmal gucken, Last Train oder Warm Town. Ein Spiel, Gnu hat es eben verglichen mit Dune, wo man einen riesigen Sandwurm spielen kann und seine Mitspieler frisst in einer Wüstengegend. Bin sehr gespannt, hab gerade kurz mal in die Controls reingeguckt. Gnu schwenkt schon ihre Beine, Max chillt auf dem Ding und du am, hier ist Juli am Kaktus, ich hab Bock, lass uns rein. Ich hab mal einen Kaktus angelehnt, ey, auf Gnu, Lock. Ey Gnu, kannst du mal erklären, was ist das Ziel von euch? Zu überleben einfach? Wir müssen den Zug in Betrieb bringen, um abzuhauen, was gar nicht so einfach ist. Deswegen bin ich gelb, damit ich mich mehr mit der Umgebung anpasse. Jetzt ist noch meine Frage, wie stark ist deine Saugkraft? Stark. Let's go. Ich sauge wie ein, ich sauge wie ein Meister. Ein Vorwerkstaubsauger also. Richtig, Abfahrt. Ich muss sagen, so der Look hat mich übertrieben an West Hunt erinnert. Ja, ist doch, glaube ich, auch von den gleichen Machern. Ist von den gleichen Machern, ja? So. Ja, das macht Sinn. Also, ich bin jetzt schon im Boden, Freunde. Okay, ich hab ein Bild. Ich hab ein Bild mit einem Wellensittich. Was ist damit? Leute, also wenn ihr auf dem Sand rumlauft, dann sehe ich euch. Wenn ihr auf Steinen seid und so ein Shit, dann sehe ich euch, glaube ich, nicht mehr. Oh mein Gott, ich habe ihn gerade gehört. Oh Gott, da ist Sterzig. Hallo! Maximilian! Wie gesagt, ich bin runtergefallen, weil ich was geworfen habe. Jam, jam, jam. Das lief ja nicht so gut. Julia, was du das? Ey, wie gesagt, ne, wenn ihr auf Steinen und so läuft, dann sehe ich euch nicht mehr. Ich sehe euch nur, wenn ihr auf Sand lauft. So. Ich sterbe. Ja, ich glaube, du stirbst jetzt. Julia befreien? Ich wollte gerade sagen. Boah, Alter. Oh mein Gott, das war sehr brutal. Sterzig gobbelt ab, Sola. Find the train key. Ach, hier seid ihr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo bist du? Jetzt sagt nicht, ihr sterbt ihr jetzt alle. Also Julia, kannst du respawnen? Hallo. Nee, ich bin ein Geist und ich kann hier rumfliegen. Gnu. Okay, dann find mal bitte den... Also links oben steht, was ich finden soll. Fuel. Genau. Also du holst einfach irgendwas, zum Beispiel so einen Stuhl oder einen Tisch und dann haust du das rein. Dann hast du Brennholz. Genau. Wo seid ihr? Okay, dann muss ich jetzt erstmal den Zug finden. Wollt ihr nicht auf den Sand laufen? Ist eigentlich relativ mittig von der Map und da siehst du auch den Dampf hochsteigen. Du stehst doch hier bestimmt irgendwo auf dem Stein. Ich seh dich nicht. Siehst ihn doch, oder? Siehst du mich als Geist? Ich bin da bei dir, Gnu. Nee, ich leider nicht, aber bitte drück mir die Daumen, dass ich überlebe. Hey, bist du einfach blind? Ja. Über den Stein gesprungen? Okay, aber man kann entkommen, man muss so Quicktime-Events. Oh, lol. Ja, true. Ich war gerade ein bisschen hurt. Ich war gerade ein bisschen hurt und konnte somit nicht an die Oberfläche. Jetzt chill ich hier ein bisschen. Na? Also, ich sehe den Zug nicht. Ach, ist der da oben beim Weißen Haus? Gnu, rede mit mir. Entschuldigung, was? Ja, ich sehe ihn. Ja, okay. Es ist nicht leicht. Ich bin jetzt, genau, der Zug ist in der Mitte. Das sind die Gleisen. Da siehst du so einen schwarzen Dampf aufkommen. Da ist auch so ein weißer, großer Wassertank. Ja. Oh, was hast du gedrückt, um zu entkommen? Da werden quasi Pfeilrichtungen angezeigt. Und man muss die wandern von rechts nach links. Das ist so ein bisschen wie bei, weiß nicht, SingStar oder so, oder Just Dance oder so. Okay. Und dann musst du im richtigen Moment halt hoch, runter, links, rechts springen und so drücken. Und dann füllt sich eine Bar und wenn die voll ist, entkommst du. Ja, Sterzig, es ist nicht so leicht, wenn man nicht der Wurm ist. Also, wir müssen auf jeden Fall einen Schlüssel finden. Wir müssen die Blockaden von die Gleisen blocken im Tunnel wegmachen und wir brauchen genug Brennholz. Ich möchte dir also hiermit sagen, wir haben keine Chance. Moin! Oh Gott!
Achtung, er kommt wieder. Ja. Okay. Sterzig, Alter. Kann ich ja stalken für euch? Ja, das ist super. Dann mache ich das mal. Ich muss halt. Also er ist gerade hinten an den Gleisen. Das stimmt jetzt doch gar nicht. Das stimmt doch gar dieser nicht. Dieser Kackwurm einfach nur. Wie eklig. Geh weg. Das ist so ekelhaft. So penetrant. Hau ab. Was will ich? Was will ich? Wo bist du? Aha. Komm her, kleine gelbe Puppe. Okay. Wo bist du? Ich kann das nicht mehr. Wo bist du? Komm raus aus dem Haus! Wie eklig du da wartest! Das ist ein richtig ekliger Fleck, ey! Komm raus aus dem Haus! Nein, hau ab! Warte, ich schmeiß dich ab! Also, das Problem ist, vom Zug ist ja alles meilenweit entfernt. Ja! Komm raus da! Gerade hast du viel Zeit eigentlich. Also, ja, ich weiß. Oh, das Haus geht kaputt! Das Haus geht kaputt? Oh mein Gott! Ich hab die Leiter abgebaut! Oh mein Gott! Holy shit, ey, ich bin direkt tot, ne? Ja, ich hab anscheinend das Haus zerstört. Das ist mein Herz, Henno! Ja, was kann der Wolf nicht? Der Wolf. Wo ist dein Herz? Mein Herz liegt hier, ich glaube, du kannst es einsammeln. Das ist ekelhaft. Und jetzt? Kann ich es immer noch einsammeln oder ist es? Ja, jetzt es weg? Liegt noch da. Ja, dann liegt aber Julias Herz auch irgendwo. Was machst du denn mit dem Herz? Nee, weil ich sie gefressen habe. Ja, aber Julia. Nicht, oder was? Nur hat er einfach nur getötet, indem das Haus zusammengefallen ist. Du kannst jetzt mein Herz quasi verbrennen. Okay, also Hanno, wir helfen dir jetzt. Ich komme. Super. Ave Maria. Also das Problem ist... Du bist allein. Man hat echt Probleme... Mit dem Laufen. Ja. Und du solltest auf jeden Fall mit dem Heißluftballon entkommen. Und der ist direkt hier hinten. Wenn du mal in die Luft guckst beim Train. Aber Sterzig weiß jetzt auch, wo der ist. Komm rein in meinen Mund. Oh. Jetzt bin ich kaputt. So. Heißluftballon. Wo ist? Aha. Scheiße! So, schnell weg. Also es tut mir ein bisschen leid, ich muss natürlich auch erstmal reinfinden und so. Ja, wir alle. Sterzig, du brauchst hier ich jetzt Ich bin in der ersten Minute gestorben, also ich brauche da auf jeden Fall noch ein bisschen Practice, ja. Das Spiel ist Antwort geben. Kinder! Hanno? Was denn? Genau. Das war alles gut. Oh, wie siehst du mich? Ich hab irgendwas gehört. Du Vorsicht, hörst! Der kann das Haus kaputt machen, der kann das Haus kaputt Ja, ist tot, genau, so lange. So, ich Gute dachte, Nacht. Ich dachte, wenn er mich genau trifft, während er. Also, ich dachte, er springt rein, das Haus stürzt zusammen und dann kann ich wegrennen, weißt du? Deswegen habe ich mich in der Ecke gestellt. Das ist voll unbalanced, Mann. Wir müssen so viel Kackaufgaben machen. Wie süß er jetzt aussieht, der Schlag. Wir haben legit nicht einen halben oder nicht einen 0,1% Progress gehabt. Ja. Jetzt wisst ihr auch, wie es funktioniert. Jetzt habt ihr auch Juli dabei. Ne? Der Code ist noch derselbe. Wir sehen aber auch, dass man eigentlich zu 8 spielen kann, ne? Oh, lol. Na gut. Ja, dann lass doch mal in die Match-Settings. Und dann machen wir Warm-Ability-Cooldowns vielleicht auf Hard. Ja, oder Slow. Genau. Oder ja, Warm-Mouth-Escape-Minigame auf Fast. Oder Easy, genau. War das schwer? Nö, aber du, also zweimal gefressen, also wenn du mich einmal hattest, habe ich so ein Drittel Leben verloren. Oh. Oh, es gibt Kaktusfrüchte, Leute, die heilen einen anscheinend. Oh, das ist cool. Mhm. Oh, das ist nice. Ja, okay. Alter, es geht sogar auf Zeit für uns. Ja, 25 Minuten, immer mal 30. Okay. Von mir aus kann es losgehen, ich habe ein bisschen was umgestellt, Abfahrt. Ja! Super, dann mach mal ready. Yeeha! Ja! Yeah. Müsst ihr nicht mal ready machen? Ja! Anscheinend nicht, ne. Ach, Leute. Okay. Leute. Entschuldigung.
Muss doch alles nicht. Ich hab zu viel mit Maxify abgehangen. Auf der so. Abfahrt, Leute. Oh, Kohle. Ah! Oh nein, jetzt hör ich wieder dieses Schwein hier rumrennen. Ich mach doch gar nichts. Doch, du stresst mich. Gejuckt, Digga. Oh, shit. Oh! Ey, dass du auf den Stein drauf kannst, das ist eine riesen Frechheit. Du siehst mich doch nicht mal. Du siehst mich doch nicht mal. Na gut, dann gehe ich erstmal woanders. Dass er die Steps dann hört, ist so. Ja, man muss ein bisschen hinhören, weißt du? Okay, Leute, also er war jetzt bei mir, jetzt haut er rein. Moin. So, erstmal einen Zug finden. Der Zug ist da hinten. Ach, ist die gleiche Map. Okay. Mir geht's nicht so gut. Mir geht's nicht gut. Man kann auch sprinten mit Schiff. Ey, und manche Steine sind so, man kommt nicht hoch. Das wollte ich vorhin sagen. Die Kanten. Die Kanten. Die sind böse. Insane. Man kann teilweise nicht mal über die Schienen gehen. Man muss springen. Man muss über die Schienen springen. Hallo. Das ist. So, jetzt musst du die Pfeile drücken. Pfeile drücken. Schaffst du. Oh, ah! Entschuldigung, ist immer so schwer. Ich bin nur ein Wurm. Du musst dich nicht für deine Gefühle entschuldigen, Gnu. Oh, das hast du so schön gesagt. Bestimmt. Doch. Ich mag fressen. Ich mag Kohle fressen. Kohle kaputt, du Schwein. Hallo. So, du bist doch hier auf dem Stein. Wie packe ich das denn jetzt ein? Einfach, 3%. Lass mich. Geh. Hello. Oh. Ja. Ich mag deinen Propeller. Ah, verdammt. Okay, ja, bleib doch da, Arschloch. Ich sterbe nicht zuerst fertig. Diesmal nicht. Hallo. Ih, so eklig, dieser Kack-Bandwurm einfach nur. Das ist einfach, Stetzig, du bist widerlich. Hab dich. Du bist widerlich, zack. Oh. Na gut, na gut, ist okay, ist okay. So, wo sind Kaktusfrüchte? Das ist jetzt die große Frage. Auch, ne? Das hier? Nee. Die Häuser sind einfach viel zu weit weg. Das Ding ist, man sieht auch, also würde man wenigstens Sterzig besser sehen, so wo der ist, so, weißt du? Oh, ja. Du musst aus dem Haus. Allein, dass er auch so die Tür jetzt versperren kann, sodass man nicht mal raus kann. Das ist einfach ein Kackwurm. Stoppt man ja instant. Echt? Das ist ja auch. Dass er Häuser zerstören kann, dieses Game ist unbalanced. Gut, normalerweise ist man zu 8, ne? Chatting, da ist niemand drin, bitte hör auf! Ich mach's trotzdem. So, hier hab ich nochmal. Aber ich glaube, das geht nicht so anders aus. Doch. Wie bitte? Geht das down das Haus? Nee. Hey, das ist doch down. Hallo. Hallo. Er ist gerade beschäftigt. Oh Gott, Hilfe. Chatting, alles gut, hast du gut. Diggi. Moin! Alter, ich höre noch. Diggi. Dann wurde hier gerade gefressen. Ja, Juli kriegt gerade schön auf die Fresse. Juli ist er dir am Ende. Ich verstehe die Dinger gar nicht. Ich verstehe diese Jump-Dings nicht. Teile und dann Leertaste für Springen. Eieiei. Juli, ich fress dich auf gerade, ne? Yikes. Ich versteh's wirklich. Also warte, die unteren Pfeiltasten? Also da werden ja recht mittig so diese Sachen. Ja, die sehe ich, genau. Tasten eingeblendet. Ein Pfeil. Jo, warte mal, hier ist ein Herz. Na, was wurde denn eingeblendet? Mir war so ein Pfeil nach unten, aber ich habe einen Pfeil nach unten geklickt und es ist nicht passiert. Du musst dann S drücken. S? Ach so, ja, S? Ich hab die ganze Zeit gesagt mit WASD. Oh. Mann, aua! Du hast du keinen Cooldown? Wie? Mit Essen? Ja. Sola Lulz Hard Jar. Was mache ich damit? Jetzt das Herz aufgegesse. Oh, Gnu, denkst du wirklich, das Haus rettet dich? Verbrenne ich das jetzt? Ja. Komm das raus ist wie da. Die Red Bull Lounge. Komm raus da. Du trittst jetzt all die ganzen Gestörten davor. Julia, steht bei komm dir raus da. Eine Info, wie man dich wiederbeleben kann? Nee, nirgendwo. Ich wette, irgendwo gibt's einen Ort oder so. Jo, ich hab eine Idee. Ja. Was machst du das mit meinem Herz? Was machst du damit jetzt?
wirst du jetzt gleich sehen. Spielst du jetzt mit meinem Herzen? Oh. Das sagt doch nichts mehr. Ja, jetzt kommt der Pisser hier schon wieder. Welcher Pisser? Hä? Meine Freunde nennen mich Pullermann. Oh, das, so das Herz, das poppt doch noch. Das ist noch am Leben, das Herz. Ja, wir kriegen das hin. Zack! Oh, daneben, Digga. Bin auf dem anderen Stein, du Opfer. Ey, wie eklig du da hinten rumfliegst. Ja, ja gut, dann geh ich halt in die Erde. Ja, mach ich. Ich füll gerade schon fleißig. Siehst du irgendwie in der Erde was? Natürlich. Ey, das ist ekelig. Ekelhaft. Babahaft. Kriegst du irgendwie einen Alert, wenn jemand den Boden betritt? Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh mein deswegen Gott, was? Ernsthaft? Schön, ja, ja, klar. Deswegen immer schön jumpen. Oh! Also jumpt immer, wenn ihr rüberlacht. Hab dich! Nom, 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 nom. Ah! Hanno ist Escape from Worm. Also, das ist ja disgusting. Das dachte ich mir, weil immer, wenn ich den Boden berührt habe, kamst du instant vorbei. Natürlich. Ey, dass du ein Alert bekommst! Moin. Dann kann man ja nicht mal heimlich irgendwie, während du beschäftigt bist mit anderen. Das Game. Warum spielen wir das? Wer hat das vorgeschlagen? Gnu, ne? Gnu. Nein. Oh, nein. Alarm. Und hier gibt es einfach Kanten, bei denen kann man nicht hochspringen. Aber du kannst ja. Ich komme hier einfach nicht hoch! Doch. Nee. Das war's. Ciao. Nein, Hanno, glaub an dich. Was ist denn los hier? Ich glaub an mich, aber das Spiel nicht! You did it! Oh, yeah. Ist hier ein sicherer Bereich? Moin. So. Und jetzt? Jetzt bin ich in der scheiß Kirche. Ja! Oh mein Gott! Alter, Dicky! In der Kirche, natürlich! Ah, da kann man sie wiederbeleben. Die kannst du safe auch nicht abreißen. Julian, das kann nicht dein Ernst sein! Jetzt ist er hier drin! Ah, Dicky! Ich hol dich raus! Ich hol dich raus! Verschwinde hier! Julia, bitte drück die WASD! Ja, sehr ich hab's gut. Gemacht, ich hab's gemacht! Sehr gut! Das war der Hammer, Alter! Ich komm einfach in die Kirche reingeschwungen! Ich bin fast so... Alter! Ich bin gespawnt und ich bin instant gespawnt. Du, wenn du nicht in der Zeit arbeitest! Ich arbeite! Ganz fleißig! Julia, schnapp dir eine Bank! Okay, aber ist das okay oder nicht? Ja, aber wir müssen arbeiten! So, wo ist der Zug? Ich seh ihn nicht, da hinten! Derzeit gib mir einen Break, okay? Nein. Lass mich ausatmen. So läuft das nicht. Alarm. Hallo, was geht bei dir? Ich bin gerade fleißig am Ofen füllen. Nein, machst du nicht. Das Ding ist, dass man selber einfach nicht weiß, wo der Wurm ist. Und ja, da kann bei Alert mir, bekommen. Ihr könnt jetzt richtig schön. Aber er bei uns. Okay, hab nicht. Kann das sein? Ja, aber es kann sein, dass man natürlich zu acht. Nom, nom, nom. Oh nein. Ich weiß, ich fress, ich seh. Ich fress und seh und. Weißt du, wie ich meine? Ey, und er ist auch so. Hallo! Schneller. Komm her. Oh, und daneben. Moin. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Also, man ist ja so arschlangsam. Oh nein. Ist wirklich recht. Dieses Spiel ist so in unbalanced. So. Jetzt sagt's mal jemand! Es ist wirklich wahr. Also ich weiß jetzt, wie man entkommt. Also das wird schon besser die nächste Runde dann auch. Ey, man ist so ein Opfer, wenn man einen C auf den Sand setzt. Man kann ihn nicht mal outplayen, weil er alle Cheatcodes an der Hand hat. Ich hab Cheatcodes? Kannst das wüsste ich aber. Kannst du über einen Zug hier, über einen Waggon springen? Ich kann's mal versuchen. Wenn ja, das wär's noch. So! Oh. Nee, kann ich meine über so ein Güterding, was nicht ein Verdeck hat. Ja, kann er. Klar. Free Willy ist am Start. Nicht mal auf dem Zug ist man sicher. Dieses Game. Ey, wehe, du springst jetzt durch die Scheiße. Kommt her jetzt. Ja, wie kommt her jetzt? Was sollen wir denn machen? Ich muss zeigen. Jetzt erst mal wieder das Herz von Julia ordern, was du theoretisch einfach campen könntest. Das Ding ist auch... Ich glaube, da ist auch gar kein Herz mehr. Nee, was? Das? Ich, da, wo ich gestorben bin, sehe ich kein Herz mehr, ja. Ich muss auch, also, um noch weiter zu meckern. Ja. Die Steine stehen, die sind so weit auseinander. Was war das? Ein Schrei von mir. Meinst du die Steine, wo man sich helfen kann? Ja. Also man kann nicht mal... von Stein zu Stein die ganze Zeit springen. Klar, das wäre auch ein bisschen fies, aber die Steine sind auch so designt. Die Steine sind ja so designt, dass man teilweise nicht mal drauf kommt. Nee, weil die so eine Kanten haben.
Wir haben jetzt 51%, das ist nicht schlecht. Ja, aber wir brauchen noch den scheiß Ski, oder? Ski, da kommt der schon so eklig angeschissen. Angeschissen, ja, das ist gut. Okay, ich mach mal Geistsachen und gucke, ob da ich irgendwelche Ungepies oder so finde. Jetzt komm her, Gnu! Mann! Oh, Max, mein hallo? Mein juicy ass kriegst du nicht. Du bist Tippitappel. Ey, wirklich, man wird so hart geblockt. Ich kam nicht auf den Stein drauf, glaubst du? Du kommst nicht auf den Stein drauf gesprungen. Weil einfach die... Alter, ich kann nicht mehr über die Gleise gehen, ohne zu springen. Man ist slower als die Rentner von Spandau vor dem Edeka-Markt. Ey, wirklich. Alter, du hast mich gerade fast gekillt. Moin. Oh, scheiße, daneben. So, wo sind Kakteen? Ich hab die gefunden, Leute. Kakteenfrüchte? Schmackofatz! Nicht der Volker, Schmackofatz! Oh, okay, super. Wo? Hol den Tisch. Aber wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass Sterzig weiß, wo es ist? Ist doch scheißegal, der hat eh alle Cheatcodes an. Kommt her, wo ihr. Wo kriege ich denn eigentlich Heilung her? Wie geht's? Ja, das frage ich mich auch, diese Kaktusfrüchte. Ich hab Bauchweh, ich brauche eine Wärmflasche. Sterzig, verpiss dich. Moin. Digga, dass du das kannst! Sikirim. Sikirim, Zaisiki. Hä, aber auch mit 8 Spielern, kann der Wurm nicht einfach den Zug kennen? Och. Schon. Wenn er es auch in Dead by Daylight macht. Nur, es wollt ihr nicht zum Waggon? Nee, da gibt's ja quasi viele Züge, so als Äquivalent. Digga, ich komm nicht aus dem Kabuff raus. Wenn ich jetzt vom Zug runterspringe, sterbe ich. Ja. Hier ist kein Stein in der Nähe. Die Steine, die da sind, da komme ich nicht drauf. Ist literally nur ein Stein. Und das Ding ist, Sterzig, siehst du hier diesen Turm neben dem Zug? Warte, ja. Da sind ja so Sandkanten dran, ne? Ja. Man kommt da nicht hoch. Also man kann da nicht hochspringen und auch nicht hochwolken, aber du kannst es. Ja, natürlich. Man kommt diese Kanten nicht hoch. Das heißt, man ist so gefixt in diesem Zug. Alter, das hätte ich getan. Das heißt, ich bin ja nicht so aufregend. Ist von jetzt aus 10 Uhr von dir. Wenn du zum Feuer guckst, 10 Uhr. Okay. Da, ja, gut. Dass er auch einen Alert bekommt. Ja, sobald du den Boden berührst. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Vielleicht doch eher 9 Uhr. Ich sehe dich. Hallo. Das ist wirklich so frech. Maximilian. Das ist ja Gnu, das ist ja schön. Hat den Spaß seines Lebens. Komm aus dem Haus! Lass mich! Komm aus dem Haus! Lass mich! Raus da! Nein! Ich komm diesen Scheiß. So. Lass ein Haus? Warte mal. Und jetzt gerade aus. Lass ja, jetzt gerade aus und dann bist du eigentlich schon da. Da ist kein Haus. Bei mir ist da das Haus noch. Bei mir ist da kein Haus. Ah, du kriegst es auch nicht kaputt. Das leuchtet so blau auf dem Boden. Oh, was läuft? Da ist eine Kaktusfrucht, glaube ich. Ich kack mich voll. Bei mir ist kein Haus. Bei mir ist kein Haus, du Scheißwurm. Jetzt gib uns eine Pause. Nein. Übrigens, Sterzig, wir haben auch Ausdauer. Sonst können wir nicht sprinten und die Ausdauer ist nur so groß wie unser maximales Leben. Cool. Sehen ist es doch nicht. Oh, jetzt sehe ich dich. Was? Ich habe noch eine Fähigkeit auf Q. Womit ich. Was macht die so denn? Womit ich euch dann sehen kann. Ist nicht dein Ernst. Das ist so frech. Wie lang siehst du mich denn? Ja, jetzt nicht mehr. Nur jetzt so, kämmt er, der so, halt den nur so 30. Was soll ich machen? Los, beweg dich mal. Wie bitte? Beweg dich also, mal. Siehst, für dich ist er gerade invisible. Hallo? Bist du hier drauf? Wer ist für dich? Wer ist für... Ja, das war's, oder? Nee, noch nicht. Digga, Mann, ich komme hier nirgendwo auf den Stein. Die Steine sind so hoch. Oh. Ey, was ist das für ein Level-Design? Oh mein Gott. 7 Euro auf 7, Leute. Kauft's euch. Warte. Du warst doch hier gerade! Na gut, dann gehe ich ein bisschen tauchen. Das ist... Ey! Sterzig, ich nehme kurz was für dich auf, ja? Bitte. Okay. Das musst du reinschneiden. Warte. So, Aufnahme läuft. Also,
Warte, warte. Iss mich mal kurz nicht. Ja, ich komm nur zu dir. So. Leute. Hier kam ich aus Sterzigs Mund. So, gucke ich nach rechts. Ah, doof, ne? Kommt man nicht hoch. Ja. Ah, der Stein auch nicht. Dann renne ich hier lang. Hier kommt man auch nicht hoch. Und dann dachte ich so, oh geil, hier ist ein Stein. Da, ja, perfekt, komme ich hoch. Oh cool, der ist extra so gebaut, dass man auf den hoch kann. Ja, und selbst wenn ich springen spamme. es geht nicht. Ja, es schön. Ist insane. Dieses Game ist insane. Meanwhile hat er 1000 Tools. Du hast einen Werkzeugkasten an Wurmfähigkeit. Okay, oh, ist wieder weg. So. Leute, es sind 86%. Ihr müsst doch ein bisschen was reinballern. Vor allem Leute, es ist nur ein Fax und Leute. Du. Was? Also. Seid ihr alle tot? Nein. Julia ist schon lange tot. Ja. Aber ich versuche trotzdem zu helfen. Wo bist du, Gnu? Du tapperst doch hier rum wie ein kleiner Chicken Nugget. Ich bin ein Chicken Nugget. Lass mich dich speisen! Nein! Und wenn man Steine hochrennt, ist man langsamer. Wie eklig du da rumlurkst, ne? Also wie die Würmer damals in meiner Kacke. In deiner was? Ah, okay. Ich hatte schon mal Würmer in meinem Popo drin. Cool. Echt? Ja. Oh, hatte Falco auch jetzt einen gefunden. Was ja, hast du nur gegessen? Ich Sand. Sand? So als genug. Ich ein Kleinkind war, ich hatte halt immer zwischen... Nachricht. Ja? Ich hab den Schlüssel. Geil. Was ist denn der Schlüssel? Damit können wir den Zug starten. So. Was ist denn Blow-Up Train Cars Blocking Track? Naja, vor uns sind halt Waggons. Aha. Und die muss man wegmachen. Die müssen wir Vorsicht, da kommt ein Würm ablauen. In deinen Ass. Wie macht man das denn? Alter, das gibt's doch nicht. Bist du nicht vor Würm? Da stellt sich jetzt echt Pech, ne? Ich bin im Zug. Alter. Ich bin im Zug. Das sollte dich eigentlich nicht freuen. Ich bin im Zug. Yeah. Ey, das einzig Coole am Spiel ist wirklich der Wurm. Du bist im... Nein, oder? Nein. Hey, das gibt's doch nicht. Du bist so kacke. Das ist nicht balanced. Das ist nicht balanced. Ist ja so dann komm mal her. Das ist nicht balanced. Nicht dein Ernst, oder? Komm doch rein jetzt hier. Das ist mittlerweile so weit weg. Haben wir irgendwie eine Waffe, wie wir dem schaden können im Sack? Das ich habe die Kiste schon geöffnet, Henno. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Er hockt eben in der Fahrerkabine. Irgendwie sieht das süß aus. Nein! Können wir bitte gleich was anderes spielen, sonst ihr müsst mich einweisen. Ja, bitte. Ich habe mich das letzte Mal bei League of Legends so aufgeregt. Das ist wirklich wahr. Jetzt also, kommt doch mal ran hier. Er ist weg vom Zug übrigens. Wo seid ihr denn jetzt alle? Ich sehe euch gar nicht mehr. Das Ding ist, wir müssen mittlerweile 2 Kilometer laufen, um einen scheiß Stuhl aus dem scheiß Haus zu nehmen, den dann zum Zug zu tragen, damit der 2% Fuel bekommt. Du, pass auf! Und ich habe gerade nicht übertrieben. Na gut, die 2 Kilometer. Nom, 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 nom. Na gut. Oh, das war schnell. Stetzi, hast du mir zugehört? Ja, ihr müsst sehr lange rennen, um Progress zu machen. Das klingt richtig fair. Rein mit der Leiter, stopp die Leiter rein! Das geht irgendwie nicht. Hä? Ja, wir brauchen. Ich hab hier noch irgendwo einen Topf liegen. Dann, wenn wir den reinpacken, dann haben wir es. Aber, oh mein Gott, ich hasse dich! Los, verbrenn mein Herz! Verbrenn mein Herz! Vielleicht funktioniert es noch. Oh, mein armes Herz. Los, Henno, du schaffst es. Let's go. Henno, wie mein Herz, mein Herz. Verbrenn mein Herz. Nein, er wird dich wiederbeleben. Er ist so ein Süßi. Los. Aber Sterzig ist hinter dir. Sterben, geht auf den Stein. Nein, Gott, geh auf den Stein. Mein armes Wurmherz. Vor allem, man weiß, also zum Beispiel, wenn er jetzt mich gegessen hat, man droppt halt. Seinen alles, Kram. Ne? Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wo er dahin wahrscheinlich irgendwo. Wo bist du?
Der Weg links, halt, links von dir ist das Herz. Ja, ja, ich weiß. Der Weg vom Zug zur Kirche. Auf dem Weg sind zwei Steine, die sind nicht miteinander verbunden. Ja. Und die führen nicht hoch auf die Kante, wo die Kirche steht. Es ist einfach nur... Nein, ach komm, Digga. Wo bist du? Ich bin beim Heißluftballon. Ja, warte, ich bring das Herz zur Kirche. Er schubst es gerade wirklich dahin. Guck mal, diese Kante da, da kannst du zum Beispiel einfach hoch, oder? Die Kante? Ja. Das ist so frech, wirklich, das ist so frech. Zack, ich kann mich hier einfach durchgraben und dann komme ich hier oben raus. Das ist... Komm, ich gehe. Wo bist du? Ach, da. Hallo. Moin. Also das Herz. Oh nein. Ach so, ich dachte... Ja, okay. Ach so, ja. Befrei dich. Dann gehen wir jetzt zusammen. Ich dachte, du hast das Herz mir dahin geschoben. Ja, natürlich auch. Dann also, frisst ja, er mich. Ja, mein Gott. Ich komme ja jetzt. Also, ich bete jetzt mit dir eine Runde. Ich würde gerne sehen, was passiert, wenn man es schafft. Ob man dann losfährt oder so. Kannst du mich kurz wiederbeleben? Ich will auch dabei sein. Ja, ich habe so hart dafür gekämpft. Ja, ich muss so voll was holen. Das ist mir jetzt egal. Du holst jetzt mein Herz. Warte mal, kann ich die Kirche zerstören? Nein, aber Gnu! Alter, wehe, du zerstörst die... Oder probier er mal. Er hat's getan. Hat er die Kirche gerade zerstört? Hast du mein Herz gefressen? Man kann die Kirche zerstören? Ich glaube, der Bereich ist noch da. Also ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, aber der ist nicht mehr safe! Er kann einfach die Kirche zerstören! Allein, dass der vorhin rein konnte. Das ist schon richtig. Das ist Gotteslästerung. Ja, wo bist du denn jetzt? Das ist so ein beschissenes Spiel. Wo bist du? Ich raste aus. Wo bist du? Ich bin los, Max, du schaffst das. Ja, ich muss 96% der Zug. Oh. Hier, Fuel, Digga. Süß, das ist hochmettert. Ich habe eine Nachricht für dich, du hast verloren. Geil. Oh, Partner Gott, escaped. Digga. Ja, GG, mit 14 HP. Leben. Wir sind alle Leben tot, so, ne? Ich spiele das Spiel nie wieder in meinem mein Leben. Mein Gott. Nie wieder in meinem Freunde, ganzen Leben werde ich dieses Spiel spielen. Das war ein kleines Sneak Peek zu dem anstehenden Dune-Game. Es war jetzt eine Vorab-Version, die Texturen, habt ihr gesehen, waren jetzt noch nicht genau da. Aber ja, danke an die Entwickler vom Dune-Spiel, es war sehr, sehr geil. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Morgen geht's weiter bei Gnu, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Ey, bis morgen. Haut rein. Tschüss.